Ey, wenn das jetzt wirklich klappen sollte mit dem Hausmeister da, mit der Tür, ne? Das wäre so geil. Versuchen wir das mal. Ich habe irgendwie die Ahnung, dass das vielleicht klappen könnte. So. Dann haben wir hier durch. Wo muss ich denn jetzt hin? Hausmeisterwohnung? Genau, da muss ich einfach wieder zurück. Ach Mensch, du mit deiner Mutti. Immer wieder das gleiche Theater hier. So. Gut, 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 gut. So. Okay, 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 okay. Ich habe mich übrigens so ein bisschen, muss ich ja fairerweise sagen, schlau gelesen, was man beim Endgegner machen muss. Ich habe mir nicht angeguckt, wie, wie der aussieht und so. Ich weiß nur, weil ich wollte mich halt so ein bisschen vorbereiten, weil ich halt irgendwie wissen wollte, was muss ich denn tun, wenn der kommt. Also wir müssen ihn wahrscheinlich mit Schwertern durchbohren. Also, keine Ahnung. Ob das die Schwerter sind, die wir gefunden haben? Ist die Tür offen? Ach, wie geil! Ey, Leute, wir kommen weiter. Ist das geil. Ist das geil. Das freut mich gerade sehr. So, hier haben wir... Okay, das ist die ganz normale Hausmeisterwohnung. Da liegt noch ein Zettel. Habe ich den gelesen? Ja, ne? Es geht gar nicht anzuwählen. Da liegt was. Hallo? Ist das Spiel jetzt abgestürzt? Nee, ich dachte schon. Ja, lauf ruhig weg. Du brauchst ja auch nicht hinterherlaufen, Henry, nö. Ja, ist traurig, aber die ist total verwirrt. Sie haben die Nabelschnur. Ah, Fleisch der Mutter. Warte mal, Walter Sullivans Nabelschnur. Der Hausmeister hat sie all die Jahre aufgewahrt. Stimmt, das hatten wir ja schon mal gelesen. Wartet mal eben bitte. Ich muss mal, Notiz, wir hatten noch mal irgendwas... Mein Gedächtnis lässt gerade wieder etwas Hoffnungsschimmer durchlaufen. Warte mal, wir hatten doch mal irgendwo... Wo war denn das? Wie sagt das gerade was mit dem mit der Nabelschnur? Warte, wo war... ich hatte doch irgendwo Josephs Artikel, Joseph... War das das? Wishhouse? Nein, das war das nicht. Josephs Brief. Okay, Ritual. Ja, das hat nicht. Das hatte ich ja gerade eben erst gefunden. Den meinte ich jetzt eigentlich gerade nicht, oder? Setzen auf. Eileen Körpers Blut, Stück vom Fleisch der Mutter, Hausmeisters Zimmer. Das war das, was wir gerade. Okay. Das ist klar. Aber es ging doch auch um diese 21 Sakramente oder so. Wo war denn das? Ah, war das irgendwo in den Tagebüchern drin? Fetzen rotes Papier, Fortsetzung. Was ist das? Gelbes Schlüssel. Rotes Tagebuch, rotes altes Bilderbuch. Blutroter Foliant. Was war das? Blutroter Foliant. Jene, die Heilige Mutter genannt wird. Abschied der Heilige. Die, die 21 Sakramente genannt werden, seien nicht im geringsten sakramental.
Erreichte Verderbtheit, Blasphemie. Das könnte hier drin gewesen sein. Genau, hier. Wolltet ihr den Abstieg des Teufels aufhalten, dann müsst ihr ein Stück vom Fleisch der Mutter... Genau, das haben wir jetzt. Ja, das ist die Nabelschnur des Beschwörers. Im wahren Körper des Beschwörers begraben. Wir haben ja die Leiche von Walter, wenn das Walter ist, bei uns in der Wohnung. Dann könnte ich mir jetzt vorstellen, dass wir vielleicht die Nabelschnur in den Leichnam von Walter stecken müssen. Also, vielleicht. Weiß ich nicht. Und dann durchbohrt des Beschwörers Fleisch mit den 8 Speeren. 8 Speere, okay. Das hatte ich nämlich gelesen. Da hatte ich mich schlau gelesen. Das habe ich schon gehört, dass wir praktisch dann den Leichnam steht. Nee, das Fleisch. Des Beschwörers Fleisch. Also müssen wir dann irgendwie, ob das schon der Endkampf ist, das weiß ich nicht. Wir müssen dann praktisch 8 Speere in ihn reinstecken. Okay. Okay, machen wir das mal. Also ich versuche einfach mal diese Nabelschnur jetzt heil in unsere Wohnung zurückzubringen. Eileen ist ja anscheinend fort. Toll, ja. Gut, dann müssen wir halt nicht so viel aufpassen. Dann können wir mehr rennen. Aber ich gucke mich trotzdem nochmal hier um. Vielleicht habe ich ja hier irgendwo noch einen... Ich weiß, dass ich... Da ist er. Schön. Aber ich dachte, ich hätte noch irgendwo ein Tonikum gelassen. Ja, ein anderer Grund dafür, warum ich mich beim Endgegner ein bisschen schlau gelesen habe, ihr mögt mir das hoffentlich verzeihen, ist der, dass mir die Little Draw Blade, das ist ja eine Abonnentin von mir. Kleinen Moment, das gucken wir uns mal eben an. Okay. Ja, ein paar sehr verworrene Szenen gerade, ja. Liegt da was Neues? Oh. Diese Frau, ist das Eileen? Ja, vielleicht. Also, die Little Draw Blade, einer meiner Abonnentinnen, hat mir gesagt, dass sie mich beim Endkampf halt sehr beeilen muss, um Eileen zu retten. Und da sie ja schon halb tot ist hier bei mir, habe ich gedacht, scheiße, wenn du Eileen wirklich noch retten willst, und vielleicht klappt das ja noch... dann guck dir wenigstens an, was du ungefähr machen musst beim Endgegner. Und deswegen weiß ich halt, dass ich den halt mit 8 Speeren durchbohren muss. Und ja, mehr habe ich auch wirklich nicht nachgeguckt. So, ich will mal zur Karte. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo will ich jetzt hin? Zu meiner Wohnung will ich hin. Dann muss ich ganz hoch wieder in 301. Und ich bin jetzt hier. Komme ich denn überhaupt da durch, wenn ich da hochgehe? Ja, okay, ist richtig. Dann bin ich auf dem richtigen Weg. Gut, also ich hoch. Übrigens, hört ihr das? Die Glocken läuten. Das bedeutet doch, wie war das noch? Dass das Ritual begonnen hat, ne? Also dem entnehme ich, dass wir jetzt wirklich dem Ende sehr nah sind, Leute. Wirklich, also da kann nicht mehr viel kommen. Was ist jetzt los? Ach Gott! Hauen wir mal lieber schnell ab hier. Wow. Ich bin richtig, ja. Läuft Walter hier nicht noch rum? Eigentlich ja, ne? Ist egal. Gott! Mann! Ihr Penners! Nein! Och. Okay, ich scheine auf dem richtigen Weg zu sein, denn hier ist gerade die Hölle los. Ja, genau, ist klar. Bloß weg, ey. Bloß weg. Ey, mir läuft gerade so eine Gänsehaut über den Rücken, ohne Scheiß.
insgeheim bin ich doch wirklich froh, wenn wir das Spiel dann irgendwann geschafft haben. Weil, also es ist nicht so, dass mich das Spiel nervt. Überhaupt nicht. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Dieses Spiel ist für mich auch von allen vier Silent Hill-Teilen nicht nur der beste, sondern auch der angsteinflößendste und der gruseligste. Ich weiß nicht hundertprozentig, woran es liegt. Ich kann es nicht so genau erklären, aber es ist einfach nur krass. Das muss ich so betonen nochmal. Das Spiel packt mich. Doch, es ist wirklich so. Es packt mich. Jetzt bin ich hier richtig? Ja, gut. Okay, ich denke, dass ich schon irgendwie den richtigen Gedankengang habe. Also ich gehe in unsere Wohnung jetzt zurück. Vielleicht speichere ich sogar nochmal ab. Das könnte man ruhig machen, denke ich. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt diese Nabelschnur in den Leichnam von Walter einsetzen. Ich hoffe mal, dass ich da überhaupt den richtigen Gedankengang habe. Aber ich kann mir das schon so vorstellen. Weil die Mutter, das Fleisch der Mutter in das Fleisch des Erlösers einsetzen. Oder so ähnlich hieß es doch. Und das klingt für mich naheliegend. Oder? Oh, oh, ja, okay. Wir sind richtig hier. Walter, lass mich rein. Okay, da sind wir wieder. Bin gespannt. Also dann kriegen wir das Let's Play vielleicht tatsächlich heute zu Ende. Bin gespannt. Ich glaube, echt, da kommt nicht mehr viel. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass da noch so viel kommt. Ich bin echt gespannt. So, schnell nochmal speichern. Geh doch hin. So. Hier. Okay. Gut. Ja, ja. Dich lasse ich einfach mal in Ruhe. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss jetzt... Da ja, klar. Hier rein. So. Und dann jetzt die Nabelschnur hier einsetzen. Also ich könnte es mir vorstellen. Da, ne... Nee, ne? Die Leiche ist weg. Was ist das denn? Walters Körper ist fort. Wo könnte er sein? Also bin ich aber anscheinend doch auf dem richtigen Weg, wie es aussieht. Das ist die Bibel. Ja, das hatten wir alles schon. Ist hier noch mehr? Es ist eine Schale aus Obsidian. Das muss ich gerade an Resident Evil denken. Da gab es eine Obsidian-Perle oder... Was in der Art? Ach, jetzt kann ich an den Kühlschrank vielleicht besser ran. Warte mal. Ist da vielleicht doch noch was Tolles drin? Was ist das im Kühlschrank? Mit Blut gefüllte Beutel und sowas. Nee. Und diese Pfütze hier? Geht da noch was? In der Vertiefung? Moment mal, das ist keine normale Vertiefung. Wenn ich hineinstarre, kommt es mir vor, als könnte ich hineingesaugt werden. Als wäre es mit einer anderen Dimension verbunden. Ja, klar. Oder vielleicht ist es wie ein Loch, aus dem man nicht mehr herauskommt, wenn man drin ist. Möchten Sie hineinsteigen? Klingt doch verlockend. Okay, ja. Ja, gut. Muss ja. Das ist echt interessant. Ich schenke mir gerade noch was zu trinken ein. Bin gespannt, wo wir jetzt landen. Ladesequenz. Ich bin echt gerade total neugierig, Leute. Das ist Wahnsinn. Okay. So ein bisschen Fötusstellung, ne? Das ist unser finaler Endboss-Kampfraum, oder? Es ist gerade so... Ich habe so eine Gänsehaut auf dem Rücken, das ist... Boah. Und ich spiele das hier mittags, muss man dazu sagen. Nicht nachts oder so. Wahnsinn. Okay. Ich habe volle Energie. Das ist ja mal nett. Und ich habe zwei Tonikum und eine Ampulle. Also so schlecht stehen wir gar nicht mal da. Ich habe sogar noch ein Amulett. Ich kann das hier auch nicht anwählen, ne? Nee. Kann ich nicht. Also hier hängen
Ja, sind das die Opfer? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke aber, das sind die Opfer. Die hängen hier an der Wand. Ist das ein Loch? Nein. Ich bin doch hier schon einmal rumgelaufen, oder? Ich kann hier nicht wirklich was tun.